richtigen Einflüger fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr heim. Und sie lassen hier alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Einfach auf und davon. Sie alle wollen auf und davon. Familie Tobler aus dem Thurgau sucht das große Abenteuer in Australien. Lani und Hans-Jörg Jäger aus dem Aargau bauen in Thailand eine Seniorenresidenz. Familie Denzer aus dem Kanton Bern träumt von einem besseren Leben und wagt den Neuanfang in Florida. Wiedersehen mit Hermann Schönbechler. Der Bieler Förster und seine Familie haben das Glück tief im kanadischen Wald gefunden. Von solchen Momenten hat Clyde Denzer immer geträumt. Er genießt die ruhigen Morgenstunden von Florida. Vor ihm liegt ein weiterer Tag, an dem er nicht tut, was er muss, sondern was er will. Seine Tochter Larissa hat sich parat gemacht für die Schule. Ihr Unterricht beginnt bereits um 7:15. Eigentlich können Sie auf den Bus, es geht ja noch Bus in die Schule. Ja, um 6:15 geht der Bus. Ich kann nicht um 6:15 auf den Bus, sorry. Dann müssten Sie noch mal auch 3/4 Stunde früher aufstehen, oder? Also fast um 5:30 aufstehen. Aufgeweckt ging es letzte Woche zu und her in Auf und Davon. Nach der Abenteuerreise durch ihre neue Heimat kehrte Familie Tobler zurück nach Hause an die australische Westküste. In Thailand weiten Lani und Hans-Jörg Jäger zusammen mit den ersten Mieterinnen ihrer Seniorenresidenz die Geisterhäuschen ein. Sie gelten als Wohnsitz der Ahnen und sollen Glück bringen. In Kanada verdiente Hermann Schönbechler sein Geld nicht nur als Förster, er sammelte Pilze, die er als begehrte Delikatesse teuer verkaufen konnte. Dennis Denzer tat sich schwer mit dem Start in ihr neues Leben. Auf dem Campingplatz, also das nervt natürlich. Noch fehlte ihr die Lockerheit, die ihre Familie in Florida bereits genießen konnte. Larissa Denzer hat sich trotz der fremden Sprache gut eingelebt in ihrer Schule. Also ich denke, wenn ich jetzt keine Schule hätte, im Moment wüsste ich irgendwie gar nicht, was machen. Also die nicht shoppen oder so. Und von dem her finde ich es nicht schlecht. Also ja. Clyde Denzer darf nicht einmal aussteigen, wenn er seine Tochter zur Schule bringt. So wollen es die Vorschriften. Ich bin nur auf die falsche Seite, weißt du? Also. Laufst du vor meinem Auto durch? Ja. Ich bin schon in der Schweiz lieber aufgestanden bei schönem Wetter und freue mich mal auf die Kulissen da, wenn man sieht, die Sonne aufgeht quasi. Und das motiviert mich schon. Und da ich sage nicht irgendwo in ein Geschäft gehen, für mit da gehen zu fahren. Ist das eigentlich gut? Dann bist du näher auf und dann legst du näher los. Heute will Clyde Denzer das Ferienhaus auf Hochglanz bringen. Die Auswanderer haben es mit dem Geld aus dem Hausverkauf in der Schweiz bezahlt. Künftig wollen sie es vermieten und so einen Teil ihres Einkommens bestreiten. Die Seniorenresidenz von Lani und Hans-Jörg Jäger ist fast fertig gebaut. Die ersten Bungalows sind bewohnt. Das Restaurant ist in Betrieb. Doch die Auswanderer haben nervenaufreibende Wochen hinter sich.
Immer wieder hatten heftige Regenfälle den Bau verzögert. Heute wollen sie ihre Sorgen für einige Stunden verdrängen und gönnen sich einen freien Nachmittag. Läuft deine Def? Der muss laufen. Lani Jäger fährt ihre Harley, die sie extra in Container aus der Schweiz mitgebracht hat, inklusive Aargauer Nummernschild. Ihr Mann Hansjörg hatte seine Harley verkauft und mit dem Geld den Bau eines Bungalows finanziert. Jetzt fährt er eine alte Honda. Scheiße, hocken wollen sie immer. Super. Es ist heiß, ich schwitze. Lani ist gut Benzin holen. Sie lacht mich aus. Ja, ja, das ist jetzt halt so. Ich hoffe, es war da, du. Dass der so viel Benzin sauft. Danke schön. Der Honda braucht auch Benzin. Ja, Mutter, ist klar. Dies ist für Hermann Schönbechler Lebensqualität. Das Ultimative wäre ja, einfach irgendwo 30 km im Biberhinger oder in einem einfachen Häuschen. Ja. Aber eben. Wir haben nicht 1900. Oder ich will das. Ich will, dass meine Kinder Fernsehen schauen können. Ich will, dass meine Kinder in die Schule können. Ich will, dass ich auch mal einmal etwas Kaltes kann, zum Kühlschrank austrinken. Das ist eben auch schön. Ein Saibling hat angebissen. Das ist die ideale Zeit zum Fischen. Christine Schönbechler hat bald Geburtstag. Und da will ihr Mann die Partygäste mit geräuchertem Fisch verwöhnen. Aber jetzt mache ich den nicht. Doch ausgerechnet heute bleibt es bei dem einen Fang. Seit sie vor 5 Monaten die Schweiz verließen, waren Dylan und Kevin Tobler nicht mehr in der Schule. Wow, Kevin. Wow, Dili. Für ihre Freunde in der Schweiz posieren sie in ihren neuen Schuluniformen. Bereits morgen gilt es für den 10-jährigen Dylan ernst. Ich glaube, ich mache mir mehr Sorgen als die zwei. Nein, nein. Ich denke, ich bin mehr nervös. Weil ich hoffe wirklich, dass sie Kollegen finden, dass sie nicht gemobbt werden oder so. Das ist meine Angst. Also ich habe ein bisschen Angst vor euch. Also nicht Angst, ich bin nervös wegen der Sprache.
Also mich macht Sport nicht nervös, aber ja, du kannst es wird besser. Halt schon ein bisschen anstrengend. Aber darum gehe ich auch in noch Zusatzunterricht von Englisch. Vater Rolf Tobler hat sein bestes Hemd aus dem Schrank geholt. Um seine Familie ernähren zu können, muss der Bodenleger bald Geld verdienen. Sie haben zwar viel gespart für ihren Traum, doch das Leben in Australien ist nicht billig. Rolf Tobler will einen speziellen Schweizer Bodenbelag nach Australien importieren. Von einem einflussreichen Architekten will er wissen, ob seine Geschäftsidee eine Chance hat. Der Bodenbelag des Thurgauers ist zwar doppelt so teuer wie ein australischer, dafür hält er auch doppelt so lange und erfüllt höchste Ansprüche, etwa beim Brandschutz. So this you really can lift, doesn't produce smoke or anything. Architekt Bruce Sherwood ist beeindruckt. Er sieht sehr wohl eine Marktnische für den Schweizer Auswanderer. That's great. Very good. Okay. Thank you very much. Thank you. And have a nice day. Es ist gut, es war ein angenehmer Typ. Und ja, er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, nein, vergiss es, da gibt nichts. Er hat das Gefühl, dass es da wirklich für das Produkt vielleicht auch einen Markt gibt, wo man. Eben, ich will ja nicht irgendwie Tausende von Quadratmetern verkaufen, um jetzt die Familie durchzubringen hier in Australien. Wenn wir nur zwei, drei Objekte haben mit diesem Produkt, dann wäre das super. Und ja, also ich bin immer noch mehr wie positiv. Alles klappt, dann klappt auch. Sie hatte einen schwierigen Start, doch mittlerweile ist Dennis Denzer glücklich in ihrer neuen Heimat. Sie muss aber auch nicht wie ihre Tochter Franka für die Schule Englisch büffeln. Sergeant. Sergeant. Sergeant? Nichts. Ich kenne jetzt an. Sergeant. Yes. Reason. Zoom. Zoom. And in you. Jetzt ist noch der Satz fertig. Coach. Das ist noch ein Spät aus. Ich gehe noch schön mit dem Hund aus dem Bahn um 9:30 Uhr. Ist gut. Ja, für Frankas Schulweg müssen die beiden einige Minuten mehr einrechnen. Die 12-Jährige ist auf dem Swimmingpoolrand des Ferienhauses ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen. Oh. Du, wie geht's eigentlich mit dem Fuss? Wie? Gestern Horror gsi. Echt? Mhm. Heute ist besser. Ja, ich habe das Gefühl, das ist nicht so gäbig mit diesen Krücken. Nein, ich kann nicht mit Krücken. Jetzt bist du gerade super gäbig. Also, bis zum Ferien, gell? Du hast keine Kunst. Ja. Also. Tschüss. Auch Dennis Denzer darf nicht aussteigen, wenn sie ihre Tochter in die Schule bringt. Das war selbst am ersten Tag so. Der erste Schultag, er ist bei beiden Mädchen, hat es Tränen gegeben. Und das ist schon. Ich durfte ja nicht mit in die Schule. Nie. Ich konnte sie nicht begleiten. Ich musste sie wirklich über die Türen abladen. Und wo die noch so heiko sind, die Kinder. Also das ist furchtbar, wirklich. Das ist, du stehst da und dein Kind brüllt quasi wegen dir, weil du hast ja den Entscheid getroffen. Klar, mit ihnen zusammen, oder? Aber da fragt man sich dann schon in so einem Moment, hey, was machst du da? Und das sind brutale Momente. Also das ist, hat man natürlich nicht gerne. Das Kind brüllt und aber quasi, du bist noch schuld. Aber es geht alltag besser ja, also ich bin wirklich stolz, wie sie das machen. Wirklich. Na, Banjo, jetzt gehen wir schauen, ob die Zeit haben. Schönen Hund machen. Du wüsstest doch.
Hund Pancho hatte sich zuerst Sorgen gemacht wegen der vielen Alligatoren in Florida. Doch jetzt macht ihm vor allem die Hitze zu schaffen. Yes, Pancho. Pancho? Pancho. Dennis Tänzer brauchte Zeit, um sich an ihre neue Heimat zu gewöhnen. Mittlerweile kann sie sich kaum mehr vorstellen, Florida wieder zu verlassen. Der lockere Lebensstil gefällt ihr. Thank you. We will come back. Okay. Yes. Ah, schöner Hund. Was ist gut? Sitz. In Thailand sind bereits 4 Bungalows der Seniorenresidenz bewohnt. Doch Hans-Jörg Jäger hat wenig Grund zur Freude. Er besucht eine seiner Mieterinnen, die deutsche Hanni. Sie hat sich bereits nach wenigen Wochen entschieden, ihren Mietvertrag wieder aufzulösen. Ihr ist es hier auf dem Land schlicht zu ruhig. Hanni? Ja? Eine schwierige Situation für Hans-Jörg Jäger. Ich kann sie gut machen. Und es tut auch leid. Also, weißt du, weil die Erwartungen eigentlich nicht hast können erfüllen. Also, es ist eben die Strassenkaffee fehlen. Ja, einfach so. Pff, vielleicht auch die Nähe zu der Beach. Ja, ich weiß nicht, oder? Und es. Wir haben einander sehr gut verstanden. Also nicht dass. Aber eben, wir haben dann auch gemerkt, dass Hanni auf lange Zeit unglücklich würde bei uns. Also in Thailand bleibst, oder? Weiß ich nicht. Neben der Deutschen verlassen 2 weitere Mieterinnen die Seniorenresidenz wieder. Auch sie haben sich falsche Vorstellungen gemacht. Hier auf dem Land findet man Natur und Tradition. Shoppingmeilen und Touristenstrände sucht man vergebens. Du weißt ja, ich kann das nicht. Tschüss. Alle, danke. Ja? Gesundheit. Ja, wünsche ich dir auch. Nicht weinen. Oh. Tut mir leid, wenn wir nicht gut gemacht haben. Du, das hat nichts mit dem zu tun. Hat nichts mit dem zu tun. Du ja. Bist auch nicht für alles verantwortlich. Ja, klar. Na. Schaffen wir schon. Ja. Ein Trost bleibt. Es haben sich bereits weitere Senioren bei Lani und Hans-Jörg Jäger gemeldet, die sich für ihre Residenz interessieren. Stürmische Zeiten auch in Kanada. Ein Jahr nach dem verheerenden Unwetter baut sich schon wieder etwas zusammen. Und das ausgerechnet an Christine Schönbechlers 38. Geburtstag. Ja, wir hatten vorhin schon den ersten kurzen Stromausfall. Es hat auch einfach die Leitung durchgeschüttelt, aber sie hat noch nicht ganz runtergerührt. Aber mit dem müssen wir rechnen, ja. Dass da Tage wie heute der Strom da irgendwann weg ist. Bis jetzt lässt ihre Geburtstagsbescherung zu wünschen übrig. Ich habe nichts. Aber eben, die hätten sowieso das Geschenk mit mir. Christine Schönbechlers toller Hecht hatte immerhin Anglerglück. Das sind jetzt die Fische, die der Laken waren. Und jetzt können wir die hier ins Rauchen verleihen.
Und dann kommen hier Erlenchips rein. Das Pfännchen. Das kommt hier unten auf die Heizschlange gelegt. So. Und jetzt fällt das, wenn es warm genug wird, fällt das an zu rauchen. Die Fischfilets liegen einige Stunden im Rauch. Es ist Mitte September. Das Thermometer zeigt knapp über 0 Grad, als Christine Schönbächler ihren Gästen zum Apéro den Fisch serviert. Überbringen. So. Okay. Fresh. Fish. Into October then. Oh, into November. Fein. Er ist ziemlich rezent, aber ich habe das sehr gerne so. Darum, das ist tipptopp. Freundin Coralie und die anderen Partygäste sind begeistert von Hermann Schönbächlers Räucherfisch. Oh ja, that's good. Yeah, it goes from here to here, right? It's because you're doing this and the smoke coming out of your mouth. Irgendwann wird es selbst den abgehärteten Kanadiern zu kalt draußen. Happy Birthday, dear Christina. Happy Birthday to you. Wünsche, dass sie gesund bleiben. Und dass wir noch manches, glückliches Jahr hier draussen miteinander verbringen können. An der australischen Westküste hat Dylan Tobler seinen ersten Schultag. Der 10-Jährige ist froh, dass ihn seine Eltern und sein großer Bruder begleiten. Kevin wird morgen eingeschult. Like some other books and things. Yeah. Nice bag. Thank you. Are there any extra chairs? Can you go and get some from the other room for me, Zaid? Vom eigenartigen Pult zum Aufklappen bis zum Schulheft, hier in Australien ist alles anders, als es sich Dylan aus der Schweiz gewohnt war. Good morning, everyone. And welcome, Dylan, to our classroom. You've had a good start to the day. And I hope you enjoy being in here. Zum Glück lernte Dylan schon während der Abenteuerreise durch seine neue Heimat einige Brocken Englisch. Ich glaube, ich verstehe genug. Es ist egal, wenn ich jetzt so Fehler mache. Sie wissen ja, wieso. Wenn ich neu bin und ich noch nicht so gut Englisch kann. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich Fehler mache. Und sie erklären es mir ja. Jules, we have these points. Okay. And, Für die ersten Wochen bekommt Dylan eine Hilfslehrerin. Sie unterstützt ihn beim Schreiben. Die Kinder sollen einen großen Wunsch formulieren. Dylan will Motocross-Fahrer werden. Being a motocross? Race? Yeah. Oh, cool. I would like to ride a motocross bike. I would like to race on the dirt. I would be very good if you could win a trophy. When I won, I would be very excited. Well done. And well done to all those people. You're a star, buddy. Oh.
Schon nach wenigen Schulstunden hat Dylan erste Freunde gefunden. Nur wie deren Lieblingsspiel funktioniert, versteht er zuerst nicht. Ah, das ist wie der schwarze Mann. Okay. Ich spiele auch. You know how to play? Ja. Komm. Das hat der 10-Jährige von seinen Eltern gelernt. Nur wer etwas wagt, findet das Glück. Und jetzt? Jetzt ist mal Stein aus dem Herz gehalten. Hussigkeit. Stein vom Herz. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie alle Kinder ihn so schnell akzeptiert haben. Ja, und auch er sieht, dass er sich wohlfühlt. Ja. Früher war er immer so, ich erinnere mich, der verschlossen war. Und ich hatte auch Angst, dass er vielleicht sich irgendwie ein bisschen, aber dann probiert er mit allen zu reden. Und schau ihn an. Der lacht sich schon kaputt. Der ist schon am Lachen. In der Schule wäre, oder? Ah, ja, schön nehmt. Alec, Dylan, Cobra. So, do you want us to call you Alec or Dylan? Dylan. You take your hand. You know, Fada, you know, Pixie? One of the videos? Yeah. And that's a Pixie dog, mate. Larissa und Franka Dancer haben sich in der Schule eingelebt. Dennis und Clyde das Haus fertig eingerichtet. In Florida hat die Familie die anstrengendsten Wochen überstanden. Heute besuchen die Auswanderer eine der Hauptattraktionen ihrer neuen Heimat. Die weltberühmten Everglades. Das Naturreservat kann nur mit speziellen Propellerbooten befahren werden. Die Wasserwege zwischen den Mangroven sind oft nur wenige Zentimeter tief. In Florida leben rund 2 Millionen Alligatoren. Sie können bis zu 100 Jahre alt werden. They have 80 teeth, 40 on top, 40 on the bottom. Die 80 Zähne des Alligators bekräftigen den Waschbär in seinem Bestreben, nie, aber auch wirklich nie ins Wasser zu fallen. Die ersten Wochen in Florida waren für die Familie eine regelrechte Schleuderpartie. Vor allem Dennis Dancer hatte Mühe, mit dem Tempo ihres Mannes mitzuhalten. Mittlerweile sitzt die Familie nicht nur beim Wochenendausflug wieder im gleichen Boot. Ahoi, neues Leben. Well, here we are. I hope you enjoyed it. Oh, yes. Yes, it was very nice. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Wow. Das war echt geil. Ja. Das war super. Ja. Es ist, wow. Das war schon klasse. Es ist echt geil. Ah, schön, es hat sich gelohnt. Ja. Aber ich werde jetzt zum Boot ausgeleert werden, definitiv nicht. Also, ich glaube nicht zu empfehlen. Wenn schon die Waschbären kaum schwimmen können, sind sie fort. Der Tierpfleger versichert, dieser Alligator habe sein Fressen heute schon bekommen. Schön.
Obwohl drei ihrer Mieterinnen bereits wieder abgereist sind, haben Lani und Hans-Jörg Jäger den Mut nicht verloren. Super, lass grüßen. Sie treffen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier ihrer Seniorenresidenz. Das Hä? Das Essen haben sie vergessen. Wo ist es? Lanis Residenz, oder? Aha. Und Strich. Es und Strich. Mhm. Mhm. Weißt du was? Klein, aber fein. Hoffen kann man auch gut. Ja, ja. Kommt schon gut. Muss Hoffen haben. Genau. Ohne Hoffnung geht nicht. Nach 7 Monaten Bauzeit ist auch das Hotel ihrer Seniorenresidenz fertig. Im Parterre haben Lani und Hans-Jörg Jäger ihr Büro eingerichtet. Hier will der Aargauer seine Rede für die Eröffnungsfeier üben. Immerhin erwarten sie die Schweizer Botschafterin. Du kannst ja damit sagen, du hast. Ich muss sie noch geschwind ausdrucken. Hast du eher wieder angemacht? Seit über 10 Jahren träumen meine Frau und ich von einer kleinen, feinen Residenz. Wenn er lesen oder spricht, er muss nicht nur an einem Punkt, er muss auch seine Augen. Dort hockt er nicht mehr. Ja, ja, das ist trainiert jetzt, dann muss auch alles ja, ja. Leute schauen. Ja, ja. Sehr geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrte Gäste aus nah und fern, es freut mich außerordentlich. Es stimmt besser. Sie alle da bei uns begrüßen zu dürfen. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Seit über 10 Jahren. Was lachst du mich aus? Seit diesem 4. Mal, wo du sagst, und ich so gleich Ort, wo du. Du lachst im Ohr nicht, gell? Nein. Ich schwöre. Okay, weiter. Meiner Frau Lani möchte ich hier meinen allerherzlichsten Dank aussprechen. Sie hat es ermöglicht, dass unser Traum nun Wirklichkeit geworden ist. Sie hat alle meine Forderungen durchgesetzt, hat mich gebremst und angetrieben. Lani hat, seit wir hier sind, wahrlich Übermenschliches geleistet. Manchmal ist sie in Tränen ausgebrochen, wenn ich wieder ausgerufen oder geflucht habe. Das waren die Augenblicke, wo ich mich gefragt habe, haben wir es richtig gemacht? Habe sie in den Arm genommen und gesagt, es geht schon weiter. Lani, dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Ich liebe dich über alles. Ist gut gemacht. Aber ich muss noch übersetzen. Kevin Tobler ist in einem Alter, in dem man stark mit sich selbst beschäftigt ist. Jetzt musste er auch noch sein ganzes Leben neu erfinden. Hi Ben! How are you? Very good. How are you, Chamden? Good, am I? Über den Verlust seiner alten Schulfreunde tröstete sich der 15-Jährige stets mit der Aussicht, in der neuen Heimat Kitesurfen zu lernen. Eine Mischung aus Wellenreiten und Drachenfliegen. Wow. Okay, first safety. Let go. Second safety. Look at your bar. I'm walking towards the dunes. You're walking towards the water. Give some tension. That's going to bring this kite up on the edge of the window. Make sure that the line are clear, no twist, no tangle. Yeah. Keep steering to the blue. Stop it at 12. Don't do this one. Kai
keinem in der Familie fiel der Abschied von der Schweiz so schwer wie Kevin. Wir hatten am Anfang ein bisschen Bedenken und das Gefühl, oder ich vor allem hatte immer das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, dass es etwas traurig ist. Und habe ihn wirklich immer gefragt und gesagt, gell, jederzeit, wenn es dir nicht gut geht, dann sagst du es, dann suchen wir eine Lösung. Und wir machen alles für euch. Und wichtig ist, dass ihr glücklich seid. Aber er hat mir immer gesagt, nein, Mami, wirklich, mir geht es gut und mir gefällt es wirklich da. Und ich habe einfach in der Schule hatte Mühe, ganz ein bisschen Mühe gehabt, um eine Freundschaft, ja, so richtige Freunde zu finden. Jetzt gefällt es ihm sehr, er geht auch gerne in die Schule, er kennt viele Kinder. Und wenn ihn fragst, willst du jetzt wieder retour in der Schweiz, er sagt nein, auf keinen Fall, nein. Ihm gefällt es sehr hier. Kitesurfen ist ein gefährlicher Sport. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, wenn Surfer die Gewalt des Windes unterschätzen. Darum üben Anfänger wie Kevin noch ohne Surfbrett. Mega cool. Sicher? Oh Gott. Du hast gar nicht Zeit, um daran zu denken, dass es kalt ist. Aber es ist nicht viel Information auf einmal. Lass da und mach da und bau und nicht bauen. Und Gott. Hast du keine Angst gehabt? Nein. Im Wasser? Nein, er hat ja immer, er hebt immer. Na, wegen dem Haifisch? Nein. Oh Gott. Sonnencreme und Badehose haben Christine und Hermann Schönbächler in Kanada ganz unten im Schrank versorgt. Also, der astronomische Winter hat noch nicht angefangen und wir haben hier schon Schneeberge, schon bald wie letzten Winter. Juhu! Es hat da Voraussagen gegeben, die gesagt haben, es werde ein sehr kalter Winter mit wenig Schnee. Aber bis jetzt ist es eigentlich eher umgekehrt: viel Schnee und nicht so kalt. Aber schön ist es, und die Kinder geniessen zu draußen. Der kleine Richie und seine Schwester Natascha verbringen die meiste Zeit draußen. Egal bei welchem Wetter. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich meinen Kindern die Möglichkeit geben kann, so aufzuwachsen. Wirklich einfach im Busch draussen mit den Bären und den Elchspuren im Winter und den Wölfen und den Füchsen ums Haus herum. Und trotzdem im Grunde genommen können sie in die Schule, können wir ohne grosse Umstände einkaufen. Es ist wirklich einfach, es ist eine ganz gebige Konstellation. Schmunzeln, wenn Hermann Schönbächler immer wieder die ultimative Lebensqualität beschwört, die er mit seiner Familie in Kanada gefunden habe. Doch was gibt es Schöneres für die Kinder, als im selbst gebauten Iglu mit Mami und Papi Schweizer Schokolade zu naschen? So,
Hast du deine Schokolade gegessen? Du gehst um. Juhu! Juhu! Mit einer unfreiwilligen Rutschpartie geht es nächste Woche weiter bei Auf und Davon. Christine und Hermann Schönbechler drehen durch. In Thailand empfangen Lani und Hans-Jörg Jäger zur Eröffnung ihrer Seniorenresidenz schwergewichtigen Besuch. Also bei mir fragst du es jetzt schwer. In Florida erwarten Dennis und Clyde Dancer die ersten Mieter ihres Ferienhauses. Höchste Zeit, alles auf Hochglanz zu bringen. Große Überraschung in Australien. Familie Tobler zieht schon wieder um. Die Thurgauer verwirklichen im Outback ihren Traum von einer eigenen Farm. Sie steigen in Flüge, fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr heim. Und sie lassen alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch